Jo Leute, was geht ab? Und willkommen, wir sind zurück aus Barcelona auf JT Family. Ist dazu ein Geburtstagsvlog online gekommen. Leute, der ist sowas von geil geworden und lang. Also falls ihr euch fragt, welcher Geburtstagsvlog, wer hätte denn Geburtstag? Meine Wenigkeit. Ich hab doch gerade gesagt, Horners Geburtstagsvlog. Nein, du hast so gesagt Geburtstagsvlog. Nee, ich hab gesagt Horners Geburtstagsvlog. Ach so. Aber ich wollte nochmal sicherstellen. Ja, das hört es ganz genau verstanden. Ne? Also wir reagieren jetzt auf Nahim und zwar erkenne die Zwillinge. Und ich freue mich gerade richtig drauf. Erstens, weil wir sehen aus wie Zwillinge. Jeder denkt immer, dass wir Zwillinge sind. Gerade eben auch im Chat. Ja. Ich weiß nicht warum. Ja. Eine Schock. Hübsche, eine hässlich, Bruder. Ja, Schock. Für mich ist Beleidigung. Für mich ist auch Beleidigung. Boom, Leute. Mein Name ist Nahim Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gehypt, denn wir drehen nämlich heute Erkenne die Zwillinge. Wir sehen immer noch andere Kulisse. Wir sind hier in einer wunderschönen Villa in Thailand, denn wir realisieren hier für euch sehr, sehr coole Projekte. Ich habe auch noch die Black Bros eingeladen, Ryan eingeladen. Ist das nicht meine Villa? Der war bei uns zu Besuch. Entspannt, ja, schön. Hoffe, er hat Spaß da. Chris eingeladen, also die kommen auch alle hierhin in den nächsten Tagen und dann werden wir von hier aus sehr, sehr schöne, geile Videos für euch realisieren. Und, ich muss kurz Props geben. Nahims Oberkörper sieht aus wie diese Fake-Anzüge, die du anziehst, was Leute so aus Joke machen. Oh, ich bin ein Muskelprotz, gell? So sieht sein Oberkörper aus. Schwöre, stramme Figur, Nahim. Sehr ja, deswegen, aber auf die heutige Folge bin ich sehr gehypt, denn wir haben eine Special-Jury eingeladen, wo, muss man sagen. Er ist ja bei mir. Er ist gerade bei mir da hinten, siehst du? Sehr, sehr viele nachgefragt haben und gleichzeitig ein sehr, sehr cooles Thema, wonach auch sehr viele gefragt haben, nämlich Erkenne die Zwillinge. Der erste Teil kam sehr, sehr gut bei euch an, deswegen dachten wir, machen wir auf jeden Fall noch einen zweiten Part draus. Und ja, sehr, sehr cooles Video geworden, Freunde. Denkt auch dran, ich sehe immer noch sehr, sehr viele Leute, die Videos schauen, aber noch nicht abonniert haben. Deswegen wäre es echt cool, wenn ihr den Kanal einmal abonnieren könntet. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Vor allem, weil ihr dann auch absolut keine Videos mehr in Zukunft verpassen werdet. Denn, wie gesagt, es kommen so, so coole Videos auf euch zu. Also die nächsten Monate sind komplett crazy. Und ja, deswegen würde ich sagen, Freunde, starten wir gar nicht was rum, sondern bitte unsere Special Guests hier einmal aus Thailand. Einmal bitte rein! Jetzt aber! Leute haben in den Chat geschrieben, Prank Bros. Ich so, hä, was meinen die? Aber es sind wirklich die Prank Bros. Ey, krank. Ach, das sind ja Zwillinge. Ich dachte gerade, nein, das sind keine Zwillinge, das sind nur Brüder. Achso, okay. Also, hä, warum sind die da dabei? Hä, die sind wie wir. Die sind sehr, 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 sehr eng miteinander. Immer wenn ich tut die uns pranken oder so, oder auf Spaß, zum Beispiel auf Toilette, du machst irgendwas, dann steht hier immer Prank Bros. Ja, oh mein Gott, tschüss. Ich hab dir aber nicht geguckt, deswegen. Was geht denn, Bro? Ich schon. Was geht, Bro? Bist du im Training, Bruder? Alles fit, normal, Bruder. Ich muss was immer. Geht, Bro? Alles gut? Was bei dir? Yes. Setzt euch, Männers. Auch Diät? Ja, harte drei Zeit. Monate Diät und dann. Nice, dann Shredded-Modus, ne? Safe. Sehr gut. Wie lange geht bei euch Diät? So, Januar, starte ich bei mir. Eigentlich müssen wir mal so ein Fitness-Thema machen. Stimmt, erkennen ne? Den Pro-Bodybuilder oder so. Ein Fitness-Video machen eigentlich. Eigentlich schon, ne? Wenn wir alle in Form sind. Wenn wir in Form sind? Wenn wir alle so durch sind. Ja, safe. Wenn ich aus Thailand zurückkomme, machen wir. Okay, easy. Geil. Machen wir, Bruder. Machen wir. Das Ding ist, ihr seid ja keine Zwillinge, ne? Nee. Aber ich glaube, viele denken, dass ihr Zwillinge seid. Ja, oft. Ich schwöre, Alter. Obwohl wir so immer viele schreiben, Bruder, seid ihr Zwillinge. Wir sehen einen kleinen Unterschied so, aber genau. Hey, ich finde das denken, richtig cringe, wenn man denkt, die sind Zwillinge. Ich finde das auch richtig cringe. Auch unverschämt. Ja, auch so, wenn Leute das einfach nicht erkennen, dass das komplett verschiedene Personen sind. Eben. Ne? Also, ach, sehen sie mal zu zweit, ne? Ja. Deswegen, für die Leute ist auch so halb schwarz, sehen alle gleich aus. Ich schwöre, das ist das zu Ding. Mir kommen sogar Leute und sagen, ey, bist du nicht einer von den Prank Bros? Findest du, wir sehen gleich aus? Gar nicht gleich. Also schon so, gar man nicht. Find, man kann die komplett unterscheiden. Ich glaube, ich kann sogar deren Namen. Calvin und Marvin. Und ich glaube, der linke ist Calvin. Als Kind geguckt, Leute. Als Kind geguckt. Wow, man sieht, dass ihr. Weil manche sagen entweder full oder gar nicht. Okay, jetzt mit Bart sowieso jetzt nicht. Jetzt mit Bart natürlich gerüstet. Klar, weil ihr halbschwarz seid so, aber man kann auch denken, dass wir drei Brüder sind. Genau, so. Genau. Aber wir drehen heute, erkenne die Zwillinge. Das heißt, es werden gleich vier Zwillingspaare hier reinkommen. Aber tatsächlich gibt es nur ein Zwillingspaar. Und diesmal wird es auch keine Geschwister geben. Ne? Weil beim letzten Mal gab es Geschwister und das ist so ein bisschen unfair, finde ich irgendwo, weil Geschwister wissen auch alles übereinander. Ja, so. safe. Wenn ihr beide jetzt auf Zwillinge tun müsstet, wäre, glaube ich, easy. Könnten auch beste Freundinnen aber sein, ne? Ja, das geht. Die wissen auch alles von sich. Das geht. Aber ich glaube, so, es gibt schon einen Unterschied zwischen Freunden und Zwillingen. 100%. Großer Unterschied. Der Bund ist ganz anders. Ich bin also echt das gespannt, muss man eigentlich easy erkennen. Ich bin auch gespannt, ob ein Eich oder zwei Eich, ne? Alright. Ich glaube sogar, wir zwei kennen uns besser, ich schieß kurz, als einige Zwillinge. 100%. Muss ich sagen.
Ja. Weiß alles. Ich kenne dich in und aus. Ich bin manchmal geschockt. Manchmal, ja. Wie gut, aber ich kann dich auch so vorhersagen. Ja. Und ich kann dich einschätzen. Leute, ich weiß ganz genau, wann ich was tue. Ich und Tutti, wir sind mental, wir sind sehr verbunden. Und das ist das, was uns, glaube ich, so wir eng macht. Wir denken auch die ganze Zeit gleich. Wir denken gleich. Ich wollte, dass Hanna etwas von oben holt. Aber ich dachte mir so, ich schreibe jetzt nicht. Als sie oben, für die, die jetzt nicht im Stream sind. Hanna musste vorhin, als sie gekommen sind, Pizza nach oben bringen zu meiner Family. Und dann wieder runterkommen. Ich war im Auto und ich wollte sagen, ah, bring das doch mit. Ich dachte mir so, keinen Bock jetzt zu schreiben. Die kam damit. Ich so, oh mein Gott, ich weiß, du das bringst. Die kommen damit so in der Hand, tritt die so, no way. Aber das sind so verbunden. Aber das ist so oft so. Oder wir sitzen irgendwo und dann sagt sie irgendwas. Ich so, ey, daran habe ich gerade gedacht, das ist crazy. Da würde ich sagen, schaut mal gar nicht was rum. So, bitte unsere Teilnehmer. Ey, mal bitte rum! Weißt du, riecht so nach Kaugummi. Ich habe es getrunken, als ich Kaugummi gekauft habe. Cool. Like, literally, this is so amazing. Die müsste jetzt einfach gleich aussehen. Ach so. Ach, fuck. Fuck. Nein, Tutti. Sorry. Wir haben doch schon auf solche Folgen reagiert. Digga, denkst du, ich mache jeden Tag Vokabeltest? Also bei Erkenne den Zwillinge hatten die eine Maske an, die andere nicht. Ganz kurz, du dachtest, die kommen ohne Maske und wir erraten dann den Zwilling. Wow, dann geht die Folge ja ungefähr 5 Minuten. Ey, ganz im Ernst, auch jetzt mit Maske geht sie nur 36. Sonst immer über eine Stunde. Spannend, oh, das können wir jetzt noch gar nicht sagen. Ich könnte auch nichts sagen. Gar nichts, ne? Gar nichts. Ja, da müssen wir gute Fragen stellen. Ich dachte vielleicht ein bisschen Körperstatur und so, aber die zwei haben auch Jacken an. Ja, nee, man muss sie reden hören. Das Problem bei Zwillingen ist, die können halt komplett unterschiedlich sein. Weil es gibt eineiige und zweieiige, ne? Und, wow, ich hatte gerade dicken Stimmbruch. Naja, egal. Auf jeden Fall zweieiige. Aber was ist da der Unterschied? Nein, eineiige, dann sind die wurden in einem Ei gezogen. Also die sind in einem Ei groß geworden. Und das heißt, die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Die sind eineiig. Aber zweieiige, die können anderes Geschlecht, andere Dings, anderes Aussehen, komplett anders aussehen. Das eine Kind kann zum Beispiel dunkel sein, das andere kann hell sein. Verstehst du? Aber es sind Zwillinge. Echt? Weil die sind zweieiig. Ja, ja. Ein Ei ist, ist gleich. Okay. Verstehst du? Weil es ist in einem Ei. Das kann so viel ausmachen. Ja. Ey, Leute, haben wir hier bei uns gerade Zwillinge, die das gucken? Falls ja, dann kommentiert jetzt mal in den Kommentaren. Hashtag Zwilling. Ja, oder wir hatten auch voll oft, habe ich auch online gesehen, es gibt Zwillinge. Boah. Ja, man muss echt. Kann ich auch einmal Jacken ausziehen, weißt du? Leute, nicht vom Sternzeichen. Ja, gucken. Aber kann auch sein, dass einer trainiert, der andere nicht, ne? Das kann auch sein. Aber machen, auch würdet ihr sagen, Zwillinge machen immer so dasselbe? Wenn die eineiig sind, safe. Weißt du? Zweieiige weiß ich nicht. Die haben kranken Zwillinge haben einen heftigen Bund. Wir haben ja auch so einen Bund, fast wie Zwillinge. Ah. Deswegen verwechseln uns auch, glaube ich, viele mit Zwillingen. Ihr macht auch alles gleicher zusammen, Lifestyle, ne? Eigentlich. Ja, damals mehr, auf jeden Fall. Aber ich bin gespannt. Okay, dann kann sich das erste Zwillingspaar vorne rechts einmal vorstellen, bitte. Boah, der sieht geschockt aus, ja, der Bruder. Was geht ab? Ich bin der Aschot und das ist mein Bruder Vahan. Und genau, ja, wir sind 18 Jahre alt. Wir werden jetzt demnächst im Januar 19 Jahre alt. Und genau, ja, wir sind zweieiige Zwillinge. Zweieiig? Das heißt, ihr seht nicht gleich aus? Wir haben gewisse Ähnlichkeiten, die man jetzt äußerlich sieht, auch charakterlich. Aber jetzt, wir sind halt nicht so ähnlich wie die zwei, würde ich sagen. Nicht so ähnlich? Ah, okay. Okay, nicht so ähnlich wie wir? Okay. Okay, verdächtig, verdächtig. Sehr verdächtig. Macht ihr viel zusammen? Also wir haben zusammen Fußball gespielt, jahrelang. Aber er hat dann irgendwann aufgehört und ich habe dann noch 2 Jahre selber weitergespielt. Und dann habe ich auch aufgehört. Also wir machen jetzt auch verschiedene Sportarten, würde ich sagen. Aber der Kontakt ist immer auch gleich. Also bei uns ist es ein bisschen komplizierter. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt schon alles sagen soll oder also von Anfang beginnen soll. Also unsere Eltern sind getrennt und er ist eher mütterlicherseits aufgewachsen und ich vaterlicherseits. Und genau, also der Kontakt kam erst durch den Fußball so richtig. Also ah, erst das ist schon direkt so dieses... Ich wollte gerade sagen, ich bin bei Mutter aufgewachsen, er ist bei Vater aufgewachsen, dass wenn es gleich zu irgendwelchen Dingern kommt, er sagen Problem. Kann, ja, zu Problemen kommt, ja, wir sind nicht zusammen aufgewachsen, wir kennen uns doch nicht so gut. Ja, vor allem der Kontakt kam nur durch Fußball, hä? Wie random. Echt random. Anstatt, dass du Freunde im Verein kennenlernst, lernst du deinen Bruder kennen. Leute sagen, ey, der sieht aus wie du. Ich hab den auch gerade kennengelernt. Korrekter Junge. Verstehst du? Der Vortrag schon jetzt. Auch damit wir jetzt nicht so Tests machen können, wo sie auf beides gleich antworten können, weißt du? Schon so, abgesehen. Sorry, ich war bei der Mutter. Nein, ich war beim Dad, weißt du? Das klingt schon nach einer ausgedachten Story auf jeden Fall. Aber wir können auch Fragen beantworten, also das war jetzt keine Ausrede. Okay, auf 3 wärst du zuerst geworden.
3, 2, 1. Minutenunterschied. 3, 2, 1. 2 Minuten. Okay, okay. Das vorbereitet. Ja, aber das sind Sachen, die bereitet man vorbereitet. Was bereitest du denn sonst vor? Das wird wahrscheinlich bei der ersten Folge schon gefragt. Deswegen, also wenn die schlau sind, die Zwillinge, die jetzt hierher kommen, das Schauspielern, die gucken sich an, was wurde bei der ersten Folge natürlich gefragt. Aber das sind auch Sachen, also es macht ja auch Sinn. Was sollen die denn sonst fragen? Weißt ich hätte so jetzt nicht vorbereitet. Wärst du Kandidat, natürlich hättest du es vorbereitet. Seht doch ein riesiges Publikum. Aber die Fragen sind auch Standard. Die sind Standard. Da war gut, ja. Also, gut geantwortet. Habt ihr noch Fragen? Geburtsdatum? 3, 2, 1. 7.1.2005. Ja, nächsten Monat. Gut, dann dankt euch erstmal. Dann machen wir erstmal mit den nächsten weiter, bitte. Ja, hi, ich bin die Alina. Ich bin die Colleen. Und ja, wir sind 20 Jahre alt und zweieiige Zwillinge. Auch zwei. Auch wieder zwei. Jeder macht zwei. Ja. Das heißt, ihr seht auch nicht gleich aus. Vertraut mir, das sind alles beste Freunde. Deswegen, die eine, die hatten die Mädels und auch die Jungs davor, die hatten einen komplett anderen Körperbau. Deswegen dachten die sich, ey, scheiße, wir kennen uns so gut, wir sind so eng, aber wir sehen uns gar nicht ähnlich vom Äußerlichen. Deswegen lass einfach sagen, zwei Eier. Ja, es kann ja auch sein, dass hier zwei eiige Zwillinge kommen. Ja, natürlich, natürlich, aber das ist irgendwie, ich habe das Gefühl. Ah, übrigens, so eine Leute, früher, Horner und ich, wir konnten Zwillinge nicht aussprechen und wisst ihr, wie wir es gesagt haben? 3, 2, 1. Zwingelinge. Wir hatten in der Nachbarschaft so zwei Jungs und die waren auch sehr nah vom Alter, ne? So wie ich und Tutti. Die hatten, glaube ich, nur so 2 Jahre Unterschied oder so. Die sahen sich auch richtig ähnlich und immer als mein Vater die solche mitgenommen hat nach Hause. Oh, nicht die Zwingelinge! Mein Vater hat schon mal Arschung. Aber ich habe damals auch noch gelispelt. Ja, und dann Zwingelinge. Nicht die Zwingelinge! Vater hat gesagt, wenn du es aussprechen kannst, nehme ich sie nicht mehr mit. Bis heute, die wurden mitgenommen. Komplett, wir haben Ähnlichkeiten, ja, aber das ist jetzt nicht 1:1 eben wie bei allen Eigen, sondern Unterschiede gibt's schon, ja. Zum Beispiel Körperstatur bisschen auch. Was würdet ihr sagen, unterscheidet Zwillinge von jetzt normalen Geschwistern zum Beispiel? Naja, also die haben eine engere, ich schätze mal engere Bindung. Also wir zum Beispiel, wir machen ständig was miteinander, währenddessen wir mit unserem Bruder jetzt nicht so viel zusammen machen. Wir haben mehr Ähnlichkeiten, auch geschmacklich, charakterisch. Wir auch, sind wir Zwillinge? Geschwister leben sich mal auseinander, wir eigentlich nicht. Geschwister leben sich auseinander. Ich glaube sogar, Leute, dass Zwingelinge, dass die sich eher auseinanderleben. Ich glaube, dieser Druck, den den Zwillinge haben, weil ob sie wollen oder nicht, sie wurden gleichzeitig geboren. Das heißt, ich glaube, unbewusst haben deren Eltern, die, auch wenn ich es nicht zugeben wollen, aber man hat die gleichen Anforderungen auf beide, verstehst und du? Und Erwartungen. Und auch Erwartungen. Und wenn einer ein Stück besser ist als der andere oder in dem Gebiet oder in der Schule oder im Sport oder so und es sticht heraus, dann glaube ich, fühlt der andere sich immer so ein bisschen vernachlässigt. Und ich glaube, im Alter sieht man das richtig. Weißt du, die eine lebt in eine andere Richtung aus, die andere eine komplett andere immer Richtung, eine damit die sich unterscheiden. Ja. Im Aussehen. Immer. Die, also ich habe es auch schon immer nur so erlebt. Immer alle Zwillinge, die ich kenne, im Alter haben die sich radikal verändert. So zwei Extreme einfach. Ja, komplett Extreme, damit die endlich mal, ich glaube unbewusst, ne, ich glaube, die machen es nicht bewusst, damit die unbewusst endlich mal so bis auseinandergehalten werden können. Weißt du? Nennt mir mal 3 Charaktereigenschaften. Von uns beiden? Ja, aber warte, lass es mal so machen, dass ihr das aufschreibt. Ich könnte das mal ganz kurz. Ich will sehen, ob die jetzt das relativ ähnlich alles ist. Kannst du mir die hier aufschreiben? Ich? Mhm. Und danach machen wir mit ihr weiter. Stellt euch mal vor, die schreibt jetzt Handynummer also auf. Also die euch am meisten ausmachen. So. Dann nenn du mir mal 3 Charaktereigenschaften von dir. Also ich würde sagen hilfsbereit, nett, kreativ. Okay, boah, davon alles anders? Davon hat sie nichts aufgeschrieben, ne? Okay. Bei uns 1, 2, 3... Was? Bei uns 3 Eigenschaften. Nein, die eine muss von der anderen machen. Also nein, die müssen... Oh, Tutti, die müssen die gleichen nennen. Und deswegen hat er aufgeschrieben, um zu vergleichen, ob das gleiche rauskommt. Ja, aber du musst immer von der anderen... Nein, ich hab's... Bitte, nicht immer bei Nine Sky, bitte, lass es. Was denn? Warum sagt er wohl, schreib es auf? Er sagt, schreib es auf, okay, was sind eure Eigenschaften? Aber er sagt witzig meinte deine Schwester aber nicht. Eure Eigenschaften, die ihr so das gleich ist habt. Eine Person. Aber die ihr gleich habt, das ist ja das Ding ach von so, Zwillingen. Die gleich sind, okay. Ja, wen juckt der, was die eine und die andere ey, hat? Weiter, komm. Och, tut die komm. Nein, sorry, da war das vorbei. Digga. Okay. Es kann ja auch sein, dass sie sich nicht verstehen, aber als Zwillinge ja, unterschiedlich. Sie meinte gerade, charakterlich sind sie sehr gleich. Deswegen ist das... Ja, yeah, das war schon ein Unterschied, ne? Das war ein riesiger klarer Unterschied. Also das waren, so sind sie aufgedreht, das waren so. Ganz andere Punkte, ne? Ja. Weil sie hat aufgeschrieben, lustig, aufgedreht und humorvoll. Ja, wir haben mehrere Charaktereigenschaften, also... Ja, aber so 3, die euch ausmachen. Ja, ich habe eine die Frage. Die euch ausmachen. Und zwar, wie heißt eure Mutter?
Eins, zwei, drei. Maut. Okay. Okay, war gleich synchron. Das war schon gut. Maut. Ich weiß nicht, ob man sich auf sowas vorbereiten würde. Doch, doch schon. Meinst du? Ja, safe. Ich kann nicht sagen. Ich habe noch eine Frage. Wer von euch ist zuerst geboren? Auch wieder. Drei, zwei, eins. Adina. Deswegen ist das eine Basic-Frage. Darauf haben die sich zu 100% vorbereitet. Die Frage ist jetzt, ihr lebt zusammen, oder? Ja. Wohnung, Haus? Wohnung. Habt ihr ein Zimmer zusammen? Ja. Aber getrennt durch einen Schrank. Auf drei, wie viel Zimmer hat eure Wohnung? Drei, zwei, eins. Drei. Ah, die sind schon. Ja, ihr kommt drauf, liebe Jury, wenn ihr Fragen fragt, die nur die anderen wissen. Weil das sind alles vorbereitete Fragen. Wie heißt die Mutter? Wer wurde als erstes geboren? Wann habt ihr Geburtstag? Das sind so obvious Fragen. Aber zum Beispiel jetzt von denen, wer hatte den ersten Freund? Wie hieß der erste Freund? Wer hatte den Führerschein gemacht? Wann hat jemand den Führerschein gemacht? Wer von den beiden hatte zuerst ihre Tage bekommen? Das sind so Sachen, das weiß man nur untereinander. Ich weiß bei dir auch alles. Ja, safe. Ich auch bei dir. Sind schon gut auf jeden Fall. Vielleicht sogar Schwester. Ah, nee. Nee, Schwester geht ja nicht. Geht nicht. Okay, krass. Habt ihr schon mal ganz gut gemacht, aber ich würde sagen, wir machen erstmal mit den nächsten weiter, bitte. Bei denen habe ich so ein Gefühl, dass ich es sein könnte. Ja, safe. Weißt du warum? Kennst du das, wenn du jemanden siehst und du hast noch nie seinen Zwilling davor gesehen, aber denkst du so, ey, der könnte safe Zwilling sein? Ja. So. Und der ist so ein Typ, der sieht so aus. Ja. Hallo, ich bin der Sufjan, das ist mein Bruder Sihat. Okay, wohnt ihr zusammen? Ja, wir wohnen noch beide bei unserer Familie. Seid ihr eineiig oder zweieiig? Eineiig. Ich wusste, er wird eineiig sein. Vertrau mir, das sind die. Vertrau. Das sind, ey Leute, einfach, wenn wir das gemacht haben gerade, gell, dann krank. Aber irgendwie nur am Walk. Ja, sie irgendwie auch gleich gelaufen. Ja, also keine Ahnung, das sind die Leute. Das heißt, sie sehen gleich aus. Ich finde auch deren Statur alles. Guck mal, die stehen genau gleich. Hände auch gleich, Bruder. Nur einer hat Hände. Auch die Füße, Bruder, alles gleich. Bruder, ich hatte, Leute, sorry, dass wir gerade so oft stoppen, aber ich hatte auf TikTok ein Video gesehen, da waren so Zwillinge und das war so krass, okay? Mhm. Die Mutter hat diese Zwillinge so hingestellt, also hier war eine Tür, dann das eine Zwilling, also das eine Zwillingskind hier, das andere Zwillinge hier. Eine Tür hat die getrennt. Und dann hat sie gesagt, ey, mach einen Arm nach oben. Sie kam aus Amerika, die hat Englisch gesprochen. Und die macht so, mach einen Arm nach oben. Die haben beide nach oben gemacht. Die gleiche Hand. Ja, genau, also den gleichen Arm. Danach hat die so klatscht, dann haben die so, nicht so gemacht oder so, sondern so. Ja. Dann hat sie so gesagt, macht zum Beispiel irgendetwas. Dann haben die beide so gemacht oder so oder so. Die haben alles gleich gemacht, als ob die das gerade so synchronisieren. Ja. Ich hab das auch gesehen. Man könnte das hier auch machen, Leute. Oder man könnte sagen, schließt die Augen und jetzt je nach Gefühl, zum Beispiel mach die Augen zu und jetzt je nach Gefühl, wir müssen gleichzeitig klatschen. Okay, auf drei. Nice. Drei, zwei, eins. Ja, fast. Das war gut, das war voll gut. Nice, ja. Sieht schon wirklich krass aus. Das ist wild. Geht's dir gut? Weil du wirkst so bedrückt irgendwie. Nein, ich komme zu spät nach Hause, deswegen. Zu spät nach Hause? Ja, gibt's Ärger oder wie? Ja. Wie alt seid ihr? Wir sind beide 16. Also ich bin, wir sind beide 16. Warte. Was? Ja, wir sind 16. Ihr seid 16? Ja. Yeah. Okay, auf drei Geburtstag schon? Drei, zwei, eins. 29.03.2007. Ja. Was? War das Jahr 2003 und 2007 wollten die gerade sagen. Nochmal. Oh nein, ich dachte, wir hätten's. 29.03.2007. Ja. Was? War das Jahr 1 unterschiedlich? Boah, da irgendwas stimmt. Nein, ich kam einfach durcheinander, weil ich bin ein bisschen nervös, das erste Mal, dass ich vor Kamera bin. Wie heißt du? Sihat. Okay, Kiki, ich habe wieder eine 1, 2, 3 Frage. Auf 3 müsst ihr antworten. Wie heißt euer Vater? 1, 2, 3. Khalid. Er hat nicht gar nicht. Der andere hat sich abgewartet. Was ist hier los? Der andere ist einfach Echo. Der andere denkt, weil er schwarz angezogen ist, der ist jetzt so Schatten. Der macht immer nur nach, was der andere macht. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Ich finde die Statur optischen am authentischsten, aber auch von den Fragen her. Ja. Könnt ihr mal vom Tor hier hinlaufen? Ich will einmal nur euren Gang sehen. So. Ja, okay. Ich glaube, die sind wirklich einfach nur lost, Leute. Die flüstern irgendwas. Schön mal hören. Hört man genau zu. Wir sind gefickt. Hat er gesagt, wir sind gefickt? Nee, der andere hat gesagt, egal, scheiß drauf. Guck, hör. Oh. Der von denen sagt, die sehen gar nicht so krass aus, wie ich dachte. Da sagt der andere, egal, scheiß drauf, wir ziehen das jetzt durch. Leute sagen, die meinten, die sind nur für Para da. Wir sind nur für Para da. Nee, Leute, was haben die gesagt? Findet das mal heraus. Die sind schon echt sehr ähnlich, ne? Sehr ähnlich. Die sind sehr, sehr ähnlich. Aber die Antworten haben gerade verwirrt, ja? Naja, ist ein bisschen anders. Oh, das sind die nicht. Habt ihr dieselbe Schuhgröße?
Ich habe, glaube ich, eine halbe Größe größer als sie. Hä? Muss nicht gleich sein bei einem Eis? Dachte ich auch. Ist das nicht alles gleich? Also er zieht 42 an und ich ziehe 42,5 an. Seid ihr gleich groß? Ja. Wie groß seid ihr? Auf 3, 2, 1? 1,80. Links redet ein bisschen leise so. Ich weiß nicht, ob er abwartet. Ja, das ist so ein bisschen unsicher, ne? Ja, kann auch die Aufregung sein, aber... Okay, gut. Dann dankt euch erstmal. Dann machen wir erstmal mit den letzten weiter, bitte. Scheiße, ich dachte, das wären die. Das sind die nicht. Scheiße. Aber 42 und 0,5 mehr ist nicht so viel Unterschied. Ja. Also ein bisschen. Ja. Hi, ich bin Irfan. Ich bin 25 Jahre alt und das ist mein Zwillingsbruder Karl. Wie alt seid ihr? 25. Seid ihr ein Eich oder zwei Eich? Ein Eich. Okay, auch ein Eis. Mm. Okay. Zwei sagen ein Eis. Also gleich groß. Seid ihr viel? Kannst du deine Kapuze einmal abnehmen? Habt ihr die gleiche Schuhgröße? Also ich habe 41, er hat so ein bisschen größer. Ich habe 42. Also ist auch immer, kommt auf den Schuh an, ne? Ja, aber jetzt habt ihr ja gerade die gleichen Schuhe an, ne? Air Force ist ja immer... Also die sind 42. Bei mir ist gerade 41. Was sagt ihr denn dazu? Ist das denn so bei Einheiten, dass da alles gleich ist? Ja, eigentlich ist alles gleich. Wie kann das sein, dass die Schuhe dann unterschiedlich groß sind? Leute, ist nicht crazy, wenn ihr euren Körper anseht, du denkst dir so, aber der hat denselben Körper wie ich. Also so auch nackt und so. Ach so, du Einheigen, Zwillinge. Ich dachte gerade, du und die. Was? Nein! Hey, jetzt doch erst bei Einheigen, Zwillinge. Er hat ja gerade gesagt, das ist alles gleich. Stell dir mal vor, der duscht und denkt so, ey, mein Bruder hat einfach, das ist einfach gleich. Das ist einfach gleich, das ist okay. Einfach alles gleich. Ich würde so denken, einfach Kopie. Ja, ist einfach krank. Ja. Copy-Paste. Ich mag ja das ein bisschen enger zu tragen. Also ich mag das auf jeden Fall ein bisschen lockerer. Ja, gute Ausrede, muss man sagen. Ja, ja. Wird auf mich jetzt erstmal nicht authentisch, muss ich ja, sagen. Ja, aber bei den anderen war es auch so. Okay, Geburtsdatum. Alle so tot. Beide müssen laut und deutlich sagen. 1, 2, 3. 5.10.98. Ja. Können sein, oh. Die Basics. Aber es kam. Die sind gut. Oh. Ihr seid gleich die sind es. Ja, wir sind beide 1,77. Habt ihr die erste Zwillingsfolge schon gesehen? Ja, die habe ich gestern noch geschaut. Ach, hast du gestern noch geschaut, okay. Was musstet ihr so für Tests machen damals? Wir mussten keinen Test machen. Gab keine Tests? Nee. Seid ihr auf die gleiche Schule gegangen? Ja. Grundschule gleich, weiterführende Schule auch. Nur er hat dann ein Schuljahr noch wiederholt in der 10. Und ich bin dann hab Fachabitur gemacht. Oha, er hat nicht mit ihm wiederholt. Dazugekommen. Ich bin sitzen geblieben. Dann sind er hat nicht mit ihm wiederholt. Warum sollte er? Wenn wir Zwillinge und einer müsste wiederholen, ich hätte mit wiederholt. Niemals. Also, in der Schulzeit warst du der größte Streber. Du nein, eigentlich gesagt, nicht. Du hättest lernen können. Du hättest lernen. Du wolltest nicht lernen. Ich würde es nicht so weit bringen. Bin ich, Digga. Als ob ich noch nie sitzen geblieben bin im Leben. Ganz kurz. Ich bin, Leute, in der Mittelstufe scheiße gewesen. Wirklich. Aber Oberstufe hast du rasiert und ich war so oft gefährdet. Tutti. Meine Mutter hat jedes Mal gesagt, schon Junge. Wieder gefährdet? Ich so, chill. Ich war sogar Mami gefährdet, Junge. Du nicht. Ja, aber da habe ich auch gesagt, da hättest du echt lernen können. Wir beide in die gleiche Klasse gegangen danach. Okay, macht ihr Sachen zusammen? Hobbys? Ja klar, wir spielen Fußball zusammen in einer Mannschaft, auch aktuell noch. Ab und zu, so wobei Corona haben wir 2-3 Jahre Pause gemacht. Jetzt so einfach hobbymäßig. Aber ihr macht alles eigentlich zusammen so? Ja. Okay, Eineige machen eigentlich immer alles. Was ist denn der Unterschied zwischen eineigigen Zwillingen und zweieigigen Zwillingen? Also Eineige sehen gleich aus und Zweieige nicht so. Das ist der einzige Unterschied? Ja, und so wissenschaftlich, das interessiert mich nicht. Weißt du was zur Wissenschaft? Wie das entstanden sein kann? Also ich weiß da ein bisschen was dazu. Also das kommt dann, ein Ei sind von einer Eizelle und zwei Ei sind von zwei, also verschiedenen Eizellen. Aber ganz ehrlich, ich habe mich mit dieser Wissenschaft-Thematik nie befasst. Wir sind Zwillinge, ja. Aber für mich ist ja wie das entstanden ist, ist ja egal an der. Also spielt für mich keine Rolle. Das Ding ist, ich glaube, für Außenstehende ist es halt so interessant, weil wir es nicht haben, weil wir es denn nicht sind. Aber Leute, die zum Beispiel jetzt einen Zwilling haben, der denkt sich so, Bruder, er kennt es nicht anders. Er wurde so geboren, er kennt es nicht anders. Und die anderen immer so, boah, krass, hast du nicht mal durchgelesen, was die Wissenschaft sagt. Ich glaube nicht, dass die das tun, weil ich so denke. Imagine, du sitzt am Esstisch, okay, und da ist eine Person, die sieht aus wie du. Das habe ich doch mit dir. Ja, jetzt habe ich es gecheckt. Ich hätte so Herzinfarkt. Ich würde jeden Tag sagen, was suchst du hier? Ich bin doch schon da, du musst nicht doch hier sein. Für mich ist das wie ein Bruder, so ganz normal. Also ich habe auch nur ihn als Bruder. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, einen älteren oder jüngeren Bruder zu haben.
Deshalb kann ich das nicht so krass beurteilen. Red du mal kurz weiter, bitte. Ja, hallo. Was soll ich sagen? Die Stimme ist wirklich voll gleich. Yeah. Also die sind bis jetzt Favorit, finde ich. Scheiße. Also Stimme ist gleich, Bruder. Stimme ist gleich. Aber Brüder können es ja nicht sein, ne? Nee, geht nicht. Bruder. Okay, die sind Favorit, die dürfen noch nicht raus. Nee, oder wir müssen jetzt wählen, Alter. Raus dürfen die noch nicht. Wer war am unauthentischsten? Bis jetzt kann ich es noch gar nicht sagen, muss ich sagen. Ja. Also ich fand jetzt die Damen nicht so ganz authentisch. Also jetzt mit den Charaktereigenschaften mal so ein bisschen Sasserino. Wobei man auch sagen muss, ja, ob das jetzt so ausschlaggebend dafür ist, das ist die Sache, man auch nicht, ne? Wir können ja denen noch mal kurz das Mikro geben, bitte. Könnt ihr das noch mal wissenschaftlich erklären, was da stattfindet zwischen Eineigen und Zweieigen? Also bei den Eineigigen, da sind die zusammen in einer Eizelle und die Eizelle tut sich nicht trennen. Und bei den Zweieigigen, da trennt sich die Eizelle. Sehr gut. Im Biounterricht aufgepasst, muss man sagen. Oder vorher einstudiert, ne? Nochmal gelesen, nochmal eingelesen. Das sehe ich. Also wenn, ja, das weiß man doch, oder? Zwillingsbruder hätte ich, würde mich damit auch befassen. Das ist doch voll interessant, oder? Jetzt geht sowas was da passiert ist, so, weißt du? Ja, ja, ja. Wie das sein kann, dass ich jemanden habe, der... Ja, stimmt. Oder Jan, was ist mit den Brüdern hier? Müssen wir nochmal analysieren. Die sind für mich noch unauthentischer. Ja, sag ich ja. Vielleicht müssen wir bei da... Die sind, glaube ich, mit am unauthentischsten, oder? Der Rechte macht sich gleich in die Hose. Bruder, der Rechte hat diesen Todesblick. Der guckt die ganze Zeit so... Ja, der weiß, gleich kommt's, gleich kommt's. Nochmal nachhaken. Kannst du den beiden mal das Mikro geben? Da müssen wir nochmal ein bisschen nachhaken. Könnt ihr mal kurz eure Jacken ausziehen? Ganz langsam, Leute, kein Stress. Geht ihr beide ins Training? Also ja, genau. Er macht noch Gym. Ich habe auch damals Gym. Wir haben das gleichzeitig ungefähr gemacht. Aber dann bin ich halt ins Boxen rübergeschwungen. Ich wollte sogar sagen, der sieht aus wie ein Boxer. Als er gesagt hat, wir machen nicht mehr Fußball, wir sind beide in eine andere Richtung gegangen, wollte ich sagen, der rechte Safe Boxer irgendwie. Warum? So sieht gefühlt mein ganzer Club aus. Weil er so ist die ganze Zeit? Nein, ich weiß nicht, woran es liegt. Er sieht irgendwie aus wie ein Boxer. Kennst du Fußballer? Sie sehen auch aus wie ein Fußballer. Ja. Ich kann es nicht sagen, warum. Dumm. Nein, Spaß. Nein, der Rechte. Fußballer sind meistens relativ dünn, aber definiert. Und Boxer sind meistens so wie er irgendwie. Die sehen irgendwie so aus. Ja, aber ich hatte das Gefühl, Boxer, die müssen immer so stehen. Deswegen stehen die permanent in den Schultern nach oben. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt. Er sieht einfach so aus. Damals, Jim, wir haben das gleichzeitig ungefähr gemacht. Aber dann bin ich halt ins Boxen rübergeswitcht. Oh, kennt ihr und früher haben wir zusammen auch halt noch Fußball gespielt. Jetzt. Aber ich habe als erstes aufgehört, danach später nach einem... Nach 2 Jahren oder so war es, glaube ich. Dann hast du auch aufgehört. Aber das war ein bisschen länger her, also da waren wir noch kleiner. Die Statur ist auch sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich, ne? Sehr unterschiedlich. Und ganz jetzt am unauthentischsten, würde ich sagen. Und ich wollte noch sagen, dass die zwei Kollegen haben ja gesagt, dass da nach der Geburt keine Tests gemacht werden. Und das stimmt halt nicht, da werden Tests gemacht. Welche? Vor allem bei uns war das halt so, ich bin 2 Minuten später geboren, weil eigentlich sollte er, wir wurden durch Kaiserschnitt geboren, eigentlich sollte er als erstes rauskommen. Aber der Geburt, das kommt öfter vor bei Zwillingen. Das heißt, er hat irgendwie mit seinen Beinen mich runtergeschoben. Deswegen habe ich halt keine Luft mehr bekommen. Und deswegen muss ich halt dann als erstes rausgezogen werden. Wie nennt sich denn der Test? Gibt ja einen Namen dafür. Ja, das weiß ich leider nicht. Also so sehr haben wir uns jetzt nicht drüber befasst. Man war halt klein, das ist halt passiert. Wie viele von den Tests gibt es? Also ich musste die nur machen, weil ich früher geboren bin, weil der Fehler sozusagen bei mir war. Also ihr musstet zusammen nicht einen Test machen? Nee. Bei ihm war alles gesund, aber bei mir war halt der Fehler... Hatten die Ärzte Angst, dass da irgendwas jetzt schief läuft, weil ich halt in Lebensgefahr war, sag ich mal. Okay, was passiert denn nach 18 Monaten? Da gibt es ja bei Zwillingen auch ein klassisches Verfahren. Was passiert denn da? Bei Zweieigen? Ja, bei Zwillingen allgemein. Also ist egal, ob einig oder zweieig. Nach 18 Monaten gibt's was Bestimmtes. Da. Okay, das können wir alle fragen eigentlich, oder? Ja, was sagst du dazu? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht. Ich auch nicht. Okay, dann schon direkt raus. Den anderen? Muss mit hinten links. Also darüber weiß ich jetzt auch nicht so genau viel, weil wir waren jetzt Kinder und ich müsste dann meine Eltern fragen, wenn dann. Okay. Aber irgendwas so in Erinnerung oder so? Nein, ich war ein kleines Kind. Nee, ich meine jetzt, haben eure Eltern irgendwas dazu gesagt? Nein, ich habe ja nicht nachgefragt, ich bin einfach hergekommen. Und bei euch? Ich kann mich an so einen Test nicht erinnern. Gibt es sowas überhaupt? Nee, hast du das gegoogelt oder wie kamst du drauf? Ich dachte, es gibt echt jetzt einen Test. Nee, wenn die jetzt gesagt hätten ja, dann wüsstest du ja, dass die, weißt du, so auf... Aber er meint doch, es gab Tests. Ja, das war auch ein bisschen sass. Yeah. Es gibt eigentlich keine. Okay, das war jetzt bezogen. Ich wollte gerade sagen, das war so eine Falle. Ja, das war so eine Falle. Der wollte nur gucken, ob irgendjemand jetzt lügt, weil die Tests gibt's nicht. Ja. Ein bisschen er lag da ein bisschen. Aber das hat an sich nichts mit Zwillingen zu tun. Also es hat auch eigentlich nicht mit Zwillingen zu tun. Das könnte auch jedem normalen, sage ich mal, passieren, wenn man irgendwie... Also es passt, es kann... Die Frage war, ob es so einen Zwillingstest gibt. Da hast du gesagt, der Kollege vom... Ja, ich wollte es auf uns beziehen. Also ja, bei uns gab es halt Tests, aber das ist halt nicht... Ja, bei euch gab es nicht einen Test, weil ihr Zwillinge seid. Das hat er auch gesagt. Sondern bei euch gab es einen Test, weil es eine Notsituation war. Ich meine, wäre jetzt ein Kind
alleine geboren worden, ohne einen Zwillingsbruder oder Schwester. Und das wäre, keine Ahnung, kurz vor dem Ersticken gewesen, weil irgendwie, was weiß ich, passiert ist. Die Nabelschnur hat schon um seinen Hals gedreht oder so. Danach wären auch Tests fällig gewesen, weil er hatte 2 Minuten oder so keine Luft bekommen. Selbstverständlich. Aber das hat er doch auch gemeint. Er meinte ja so, ja, die Tests wurden nur bei mir gemacht, weil er kam gesund auf die Welt und ich hatte halt 2 Minuten keine Luft bekommen. Ja, aber das hätte er eigentlich nicht erwähnen müssen, weil im Endeffekt hat nichts damit zu tun, dass ihr Zwillinge seid, sondern weil es halt Notfall war. Nicht, aber ja, bei uns ist halt ein bisschen was schief gelaufen. Oh, das ist hart. Schon sehr wackelig. Sehr wackelig. Vor allem, er kam direkt. Ja, es gibt Tests. Für mich jetzt schon ein Grund rauszuholen. Für mich eigentlich die am unauthentischsten. Finde ich auch, von allen. Ja, komplett. Für mich auch sehr unauthentisch. Ich glaube auch, dass sie lügen. Habt ihr ganz gut gemacht, aber wir müssen einmal bitte raus. Ja, die würde ich auch kicken. Links. Wie heißt du nochmal? Colleen. Okay, Colleen. Welche Augenfarbe hat denn deine Schwester? So grün. Also es ist schon sehr grün, aber da sind auch braune Flecken mit drin. Soll ich vorkommen? Ja, komm mal. Okay, ja. Und was hast du für eine Augenfarbe? Was habe ich für eine Augenfarbe? Grün-braun. Und jetzt du? Kackbraun. Sehr gut. Ich habe auch einen grün-braun. Ja, die müssen ja nicht zwingend die gleiche Augenfarbe haben, oder? Wenn die 2 Eis sind. Ein wunderschönes Haselnussbraun. Kennst du diese Löwen, die durch die Sahara gehen? Da kommt ein Sonnenstrahl und dann trifft es deren Auge und die leuchten so hell auf. Das ist bei dir wie eine Haselnuss. Nein, müssen wir nicht. Ich mag Nutella-Braun. Habt ihr den gleichen Essensgeschmack? Also? Ja. Ja. Habt ihr ein Lieblingsessen, klares? Nee, also sie ist zurzeit eher auf amerikanischem Food und ich eher so auf mexikanischen, aber an sich so essen wir trotzdem. Ich bin auf Spanische. Worauf bist du? Auf Italienische. Und trotzdem auch das, was der andere ist und mögen ist. Okay, wart ihr zusammen auf der Schule? Also wir waren zusammen im Kindergarten, in der Grundschule und dann ist sie aufs Gymnasium gegangen, ich auf die Realschule. Und als sie dann auf die Realschule zu mir... Da fängt's an, wo die Mutter dachte, einer wird Macher, einer nicht, ne? Nee. Das ist, was da Vaughn meinte. Ja, ja, aber die Mutter gibt's nicht zu, aber einer wird Macher, einer nicht. Da fing schon an mit, wer ist Lieblingskind. Gekommen ist, bin ich leider auf die Mittelschule gegangen. Okay, was waren so typische Fragen, die Kinder euch gestellt haben? Die typischsten Fragen waren, warum wir uns nicht so krass ähnlich sehen, wie wir sollten. Weil wir halt nur gesagt haben, dass wir Zwillinge sind, ohne jetzt viel zu erklären. Ja, die meisten dachten einfach, wir sind normale Geschwister. Aber auch unüblich, dass man sich so trennt, oder? Ja, und warum sagt man, wir sind normale Geschwister, wenn man Zwilling ist? Nee, wir haben gesagt, dass wir Zwillinge sind. Die anderen dachten, wir sind nur Geschwister. Ja, machen nicht viel zusammen. Zwillinge, würde ich sagen, eher machen sehr viel zusammen. Eigentlich schon, ne? Ja. Wir machen auch alles zusammen. Nur weil wir nicht auf der gleichen Schule danach waren, heißt es ja nicht, dass wir nichts zusammen machen. Ich war ein bisschen dümmer. Ich bin halt schlauer. Einfach im Stich gelassen. Spaß. Hast du gerade gesagt, aber die Zwillinge, die ich kannte, die hätten niemals die Schule getrennt. Also die wären entweder wäre die eine halt auch auf die Realschule oder die andere. Ne, hätte aber ich das mehr gelesen. Und gleich war es auf Ernst. Aber die hätten sich nicht getrennt. Nein. Guck mal, wenn wir Zwillinge, ne, wichtig, wären wir das. Ich glaube, ich wäre auch immer mit dir gegangen. Ja, aber ich hatte ja Zwillinge. Die waren in der Klasse ständig zusammen. Dadurch, dass sie zusammen waren, waren die so introvertiert und haben sich nicht viel gemeldet. Ja. Und dann haben die Lehrer beschlossen, dass wir sie in verschiedene Klassen trennen. Immer. Ja, weil damit die sich ein bisschen öffnen, ein bisschen extrovertierter werden, sich melden, auch Kontakte knüpfen und so. Und die haben so geheult, weil sie getrennt werden. Natürlich trifft das jetzt nicht auf alle Zwillingspaare. Ja. Aber im Endeffekt habe ich das Gefühl, dass Zwillinge unbedingt immer zusammenbleiben wollen. Ja, safe. Also wenn die eine gute Beziehung haben, schon. Ja, tatsächlich, ja. Würde man das über seine Zwillingsschwester sagen? Naja, sie ist jetzt auch nicht ganz nett zu mir. sie ist auch nicht ganz nett zu mir. Wir zicken uns immer an, oder? Okay. Wie alt seid ihr? Das war doch nichts. 20. Hätte ich jetzt gesagt so 15, dann würde ich sagen, okay, vielleicht. Aber so mit 20 ist man dann doch schon so mehr auf Support in der Familie, oder? Weißt du? Naja, es kommt ja drauf an, weil wir uns ja das Zimmer teilen. Und wenn sie dann halt mal was rumliegen lässt, dann... Und wenn ich sie jetzt so beleidige, in Anführungsstrichen, das ist ja aus Spaß gemeint. Also, ja, ich bin tatsächlich schlauer, aber damit roaste ich sie jetzt nicht oder so. Das ist ja für sie auch okay. Okay, aber wenn das beste Freundin... Warum sagt sie eigentlich so oft, dass sie schlauer ist? Ja, also sie sagt schon oft, dass sie schlauer ist. Ich dachte erst so aus Spaß und so. Aber ich bin jetzt tatsächlich... Also ich bin Leute, die auf eine Realschule gehen, die sind nicht dümmer. Und die auf eine Hauptschule gehen, die sind auch nicht dümmer. Und die auf einem Gymnasium gehen, die sind nicht schlau. Ja. Die sind nicht schlau, Leute. Weil es geht einfach nur darum, wie setzt du dein Wissen ein? Ja. Und es gibt Leute, die sind zum Beispiel kreativer und die reißen es damit später im Leben und brauchen gar keine Schule. Oder es gibt Leute, die sind einfach nur schlau, aber die kommen in diesem System von Schule nicht klar. Das ist ja so ein System. Du musst
musst lernen und das ganze Gelernte dann in einem Test wieder auskotzen und deinen Kopf frei machen, um noch mehr zu lernen, um das dann wieder auszukotzen. Außerdem, Leute, und es passt einfach nicht jedem. 70% der Leute, die aufs Gymnasium gehen, die sind nur dort mit Büchern schlau. Wenn es ums Leben geht, haben die keine Ahnung. Ich schwör's dir. Bären, würde die dann sagen, ich bin schlauer? Ja. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Echt? Ja, unter Freunden so. Ich bin krasser. Da würde ich eher sagen, so, weniger. Weißt du? Aber da würde ich eher sagen, weniger. Mal unter Geschwistern, ist so, man kennt sich eh. Aber so in der Öffentlichkeit? Würdest du nicht Calvin auch so jetzt voll supporten? Er ist super krass. Ja, mehr so Zusammenhalt, so in der Öffentlichkeit vor allem. Ich bin stärker. Leute, ihr denkt, ganz kurz, Leute sagen, ich bin schlauer als Tutti. Die sagen, ich sag immer, ich bin schlauer als du. Bruder, du bist ja eine Milliarde mal besser als ich. Du hast in der Schule besser als ich und du bist im Leben auch schlauer als ich. Aber ich sneak mich immer durch. Nein, wisst ihr, wie ich war, Leute? Ich war ein Durchsneaker. Ich war immer so, hier ist die Klippe, ich war noch rüber, bumm, alles fällt runter. Es geht darum, du bist ein sehr kreativer Mensch und ich bin jemand, der einfach etwas lernt und anwendet, aber ich bin nicht kreativ und wir haben sehr unterschiedliche Stärken. Aber du bist schlauer. Nein, aber das, was ich kann, könntest du niemals und das, was du kannst, könnte ich niemals. Du bist schlauer, aber ich kann logischer denken. Hona, wir sind beide gleich, weiter. Okay. Wer ist stärker von euch beiden? Hey, ich, Bruder. Schwer, aber ich finde, die beiden ähneln sich halt noch mehr, weißt du? Ja, von der Stimme, Größe, müssen die Jungs hinten, glaube ich, noch mal ein bisschen Mangel nehmen. Das ist ein bisschen too much, Alter. Die stehen sogar gleich. Vielleicht machen die auch extra. Ja, deswegen, das ist zu einstudiert fast schon. Ja. Können wir denen kurz das Mikro geben? Aber was mich halt wirklich auch foppt, ne? Ihr seid, wie alt seid ihr? 16. Und das ist halt ein Indiz dafür, dass sie es sind, weil wir nehmen eigentlich sehr, sehr selten bis gar nicht Schauspieler, die unter 18 sind. Also es wurde gesagt mit einer Einwilligungserklärung oder sowas von Eltern? Ja, ja, safe, aber grundsätzlich, weißt du, deswegen, das spricht eigentlich eher für euch so. Also es war gestern Nacht, da wurde nochmal eine Story hochgeladen, habe ich darauf geantwortet und die meinten, die brauchen halt nochmal Schauspieler dafür, die Zwillinge brauchen. So haben wir uns gemeldet, die meinten, okay. Schauspieler? Ich wollte sagen, die brauchen nochmal Schauspieler, diese Zwillinge. Und du hast dich gemeldet. Ich glaube, er hat falsch ausgedrückt. Ich glaube, der tut sich sehr oft falsch ausdrücken. Ja, vielleicht ist er wirklich lost und am Ende sind die das und wir lachen uns den Arsch ab. Nein, deswegen, ich sag ja, ich glaube, das könnten die sogar sein, die und die anderen Jungs, zu 1 Milliarde %. Ja. Da bin ich mir noch unsicher, wer es genau ist. Aber ich glaube, der ist wirklich einfach nur lost. Zum Beispiel, er meint nicht Schauspieler, er meint einfach Kandidaten. Aber er sagt Schauspieler. Er weiß nicht, Leute, chillt noch. Die Zwillinge brauchen, so haben wir uns gemeldet, die meinten, okay. Schauspieler, Bruder? Oder Zwillinge? Schauspieler als Zwillinge, also. Es gab halt... Also ist gerade exposed oder nicht? Also die Story davor war ein Schauspieler, auch für eine andere Show, für ein Video drin, was davor gedreht wurde. Fast wird sich ein bisschen, ne? Und der hat gerade einen Schauspieler gesagt. Und dann die andere Story war dafür, dass nochmal Zwillinge benötigt werden, weil zwei Leute abgesagt haben. Okay, macht ihr viel zusammen oder nicht? Ja, wir machen einen Fußballverein, wir sind gerade dabei und ab und zu gehen wir auch Fitness. Immer zusammen oder? Ja, zusammen. Seid ihr in einer Mannschaft? Ja. Wie heißt die Mannschaft? 3, 2, 1, go. Ja, FC Neustadt. Der links antwortet ihn. Er macht richtig leise die ganze Zeit. Ne? Wir müssen nochmal eine klare 3, 2, 1 Frage stellen. Die erinnern mich ein bisschen so an uns. Wenn Leute zum Beispiel uns fragen, gell, dann du sagst, dass ich so, ja, genau. Leute, immer wenn Horner und ich einen Termin irgendwo haben, Horner kommt nur als Deko mit. Die ist wie Vase auf Tisch. Die bewegt sich nicht und die sagt auch nichts. Die fällt manchmal um, aber sonst nichts. Leute, und die schluckt viel Wasser. Sag mal so, hi, ich bin hier für einen Termin und so, sag mal. Ich mach so, guten Tag, Mete, mein Name. Wir haben jetzt einen Termin hier, ja, um 14 Uhr. 14 Uhr. Bisschen laut und deutlich. Name, Großmutter, mütterlicherseits. Wir sind schon gestorben, bevor wir auf die Welt kommen. Wir haben quasi gar keinen Kontakt, wir haben gar keinen Bezug zu unseren. Aber Name? Also ich weiß es noch. Ich habe mittlerweile... Okay. Du weißt erst, wenn der andere sagt. Warte noch nicht sagen. Ich muss erst mal überlegen, wie die nochmal hieß. Wer? Die Mutter! Du müsstest selber überlegen. Um wen geht's? Name... Du meinst jetzt Uroma, ne? Es geht um den Namen der Oma mütterlicherseits. Ah, okay. Nee, Opa. Oma. Oma, meine. Oma. Auf drei, aber laut und deutlich. Jetzt hätten die sich kurz absprechen können. Wir brauchen neue Frage. Eine neutrale Frage nochmal. Also das war auf jeden Fall schon mal ein Zeichen dafür, dass war schon sehr wackelig. Nicht sind. Ja. Weil weder Oma kennt... Okay, Opa, kennt ihr euren Opa? Ja. Name? Hussein.
Bro, er sagt es einfach. Er weiß, er muss warten, aber er sagt es einfach. Sie haben ja gesagt Name, sie haben nicht gesagt 3, 2, 1. Oha, okay, das einfach. War jetzt von väterlicher Seite oder mütterlicher Seite? Väterlicher Seite. Okay, mütterlicher Seite, der weiß Opa. Weiß ich nicht. Nein, wir haben keinen Kontakt. Die sind schon tot, aber von väterlicher Seite, die telefonieren ab und zu. Ja. Man sagt Hallo. Okay, euer Vater, wie heißt der? 3, 2, 1. Hussein. Auch Hussein? Ja, hat er schon vorhin gesagt. Warte, nein. Du meinst doch gerade Opa. Er meint gerade Opa, yeah, warte. Auf einmal bei Vater auch Hussein. Heißt ja euer Opa Hussein. Nee, der labert zu viel. Opa plus Vater heißt Hussein, oder wie? Nein. Kann ich dazu was sagen? Ja, also unser Opa, Ding ist ja gesundheitlich nicht so gut. Er hat ein Kind bekommen und die haben ihm halt gleich einen Namen gegeben, so zur Tradition. Du wolltest gerade eine andere Rechtfertigung geben. Nein, 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 die sind raus. Ja, die sind so aber raus. Jetzt das war schon? Sehr, sehr gut, Bro. Jetzt das schon? War, ja, direkt raus, Bruder. Ich bin mir nicht ganz sicher, ja. Digga, was war das denn? Das war schon sehr komisch, Alter. Die sind wirklich einfach nur lost. Ja, die sind 16. 16 ist halt wirklich jung. Ja, vielleicht sind die sogar... Vor allem bei Jungs, ihr seid gefühlt nochmal 5 Jahre jünger. Die sind eigentlich 11. Nee, ich glaube wirklich, die sind einfach nur sehr, 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 sehr lost und gar nicht aufeinander und abgestimmt und nervös und das ist auch verständlich, weißt du, die sind ja auch jung. Ja. Aber ich glaube, die sind auch ein bisschen lost auch, wisst ihr? Weil ich glaube, das könnten die echt sein. Ich würde die noch drin lassen. Ich würde die auch noch drin lassen. Weil ich vertraue auf mein Gefühl, dass die nur lost sind, wirklich. Ja. Opa plus Vater, der hat sich einfach vertan, weil er vorhin gesagt hat, Hüssling, dann dachte er sagt das selber, aber dann es war der andere, weißt du? Er dachte, wir meinen jetzt auch den Vater oder Opa. Aber Statur etc. ist natürlich sehr... Das ist das Ding. Sehr gleich, aber wir können ja nochmal ganz kurz Pulli mit denen so fett, sprechen. Leute. Opa... Väterlicherseits. 3, 2, 1. Masel. Das will ich hören. So, ne? So das muss das will kommen. Ich hören. Ja, die sind safe, oder? Mutter väterlicherseits. 3, 2, 1. Rukia. Bruder, ja. Das sind die Zwillinge, Bruder. Das sind die Zwillinge, Bruder. Die Mutter zu Hause. Deswegen habe ich 2 von euch gemacht, Digga. Okay, können wir denen kurz das Mikro geben? Wohnt ihr in einem Haus oder in einer Wohnung? 3. In einer Wohnung. Ey, Digga. Immer auf 3. Warte doch. Und auf 1. Wie viel Quadrat? Nein, ihr habt so viel Geduld, der macht so. Immer auf 3. Wohnung. 3, 2, 1. Keine Ahnung. Ich bin kein Mathe-Genie. Ungefähr? 100? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter. Und er sagt, ich bin kein Mathe-Genie. Man denkt, der musste das Parameter ausrechnen und so. Bruder. Wenn ich jetzt Vater anrufe und der ist 18, der wüsste auch nicht, wie viel Quadratmeter wir haben. Der wüsste nicht, nein. So was nicht, Bruder. Das ist nicht so schlimm. Mit 16? Ja. Wusstest du das? Ja, safe. Ich hab immer so verglichen geguckt, okay, ey, was will ich später und so weiter. Wie viele Zimmer haben eure... Das glaube ich denen sogar. Ohne Zögern, das glaube ich denen. Ich kann mir sogar vorstellen, ich wusste mit 16 auch nicht. Ja, aber ich war einfach... Ich war einfach am Leben. Aber das Ding ist, Naim hat ja auch zu dem Alter schon YouTube und so gemacht, deswegen ich kann mich gut... Der war auch schon so weiter. Der hat schon so richtiges Geld. Ja, der hat schon Steuern gemacht von seiner Mutter und so. Das ist ja schon so, warte. Hat eure Wohnung. 3, 2, 1. 3. 3, 5, Bruder, die sagen immer anders. Ey. Bruder, die müssen... Graus! Darf ich was dazu sagen? Ja. Also er meint mit 3 Schlafzimmer und die Badezimmer und Küche ist dann... Okay, manche zählen so, manche so, ist auch natürlich. Bruder, nein! Doch, die sind 16, Bruder. Bruder, aber 16 soll ich 5. Aber weißt du, Bruder? Nein, oder? Ich dachte damals auch, Badezimmer, Küche gehört dazu, so zu Zimmer. Sicher? Ja. Also, brauche eine klare Frage. Wenn dann hätten eigentlich. Sie sagen, so ein Schlafzimmer, dann hätten wir beide 3 gesagt. Aber schlaft ihr im gleichen Zimmer? Was mit Wohnzimmer? Ja, ich schon, ja. Gleiche Zimmer? Warte, aber 3 Schlafzimmer, okay, Wohnzimmer, was sagen wir? Wir haben eine kleine Schwester. Also quasi Wohnzimmer. Okay, warte. Ihr habt 3 Schlafzimmer, warte. Wohnzimmer. Nein, 2 Schlafzimmer und Wohnzimmer, also insgesamt 3 Schlafzimmer kann man quasi sagen. Ihr habt eine kleine Schwester. Okay, jetzt auf 3 ganz deutlich. Wie heißt eure kleine Schwester? 1, 2, 3. Susan. Digga, ey, das ist so versetzt. Aber war das Gleiche? Ja. Yeah. Boah, jetzt bin ich der eine sicher, macht Alter. Auf 2, der andere macht auf 4. Ich sag euch ehrlich, das wird der Matron einfach so überlappen. Weißt du, das Gleiche ist. Ihr seid euch nicht sicher? Also, ich bin schon so am Wackeln raus, ne? Scheiße, aber eigentlich müssen wir mehr auf dich seit der letzten Folge, weißt du? Also, bei denen bin ich eigentlich sehr sicher. Ja, die Mädels müssen auch raus. Wegen Einei, ich weiß, das ist so Ansage. Die müssen ja gleich aussehen, dann, weißt du? Und Statur passt. Also, findest du die authentischer als die Mädels? Ich glaube schon. Ja? Was sagst du, Kelvin? Also optisch auf jeden Fall. Okay, die sind ja nicht eigen eigentlich. Die sind aber eben mit den Antworten war ein bisschen komisch. Ja, für mich, also die auf jeden Fall. Die sind schon beim ersten Test direkt gefailt. Dieser mit den Charaktereigenschaften. Ach so. Weil die haben sich beschrieben als charakterlich gleich. 3 unterschiedliche Charaktereigenschaften. Sind schon ein bisschen Sassarino. Dementsprechend würde ich die Damen hinten rausholen. Die Damen. Das ist so witzig. Hm. Ja. Würde ich auch eher als die Jungs. Ja? Ja, safe. Da bin ich dabei. Sind wir uns einig? Ich gehe mit, ja. Okay. Das heißt, habt ihr ganz gut gemacht, aber ihr müsst einmal bitte raus. Die sind's eh nicht. Ja.
von Anfang an gesagt, es ist einer von den Jungs. Beide sagen ein Ei. Mhm. Sie sehen komplett gleich aus. Mhm. Die Stimme bei den Linken ist schon mal komplett gleich. Stimme passt, ne? Perfekt. Das passt schon mal perfekt. Aber Leute, guck mal, könnt ihr unsere Stimmen unterscheiden? Ich glaube, ihr schon. Ihr seht uns ja sau oft. Aber zum Beispiel Doje oder so, oder auch unsere Mama manchmal, am Telefon, die können unsere Stimmen nicht unterscheiden. Telefon hören wir uns auch gleich an. Ich glaube, Real Life ist nochmal was anderes, aber am Telefon, die können unsere Stimme nicht unterscheiden. Wir haben nicht so eine gleiche Stimme. Obwohl, wir müssen gleich einen Satz sagen. Zum Beispiel, was geht, Leute, wir sind jetzt live. Jetzt bin ich nervös, jetzt rede ich nicht mehr, wie ich rede. Was geht, Leute, wir sind jetzt live. Alter, mit deinem vollen Mund, Digga. Was geht, Leute, wir sind jetzt live. Nein, voll anders. Voll anders, oder? Was geht, Leute? Wir sind jetzt live. Was geht, Leute? Wir sind jetzt live. Ah, schon nee. Schon der gleiche Ton. Naja. Doch. In zwei ist ein bisschen... Die haben sich auch extrem verhakt. Ja. Komplett mit den Fragen verhakt. Genau. Links bis jetzt immer so geringe Antworten, muss man sagen. Ja. Ne? Nein, finde ich auch. Macht ihr TikTok oder so zusammen? Nein. Social Media irgendwas? Nein. Ja. Ihr ja. Links? Nein, gar nicht. Aber ich finde bei denen, also wie gesagt, da passt halt alles. Die Stimme ist halt... Wie alt seid ihr nochmal? 25. 25? Ja. Ich hätte vielleicht noch eine gute Frage für euch. Die haben ja Fußball zusammen gespielt, welche Trikotnummer die hatten. Also einer, dass einer vorgeht und das vielleicht aufschreibt. Aber weiß man das unbedingt von dem ja, na klar. Von dem anderen? Weißt du, was für eine Trikotnummer ich im Fußball damals getragen habe? 10. Ja! Maboy! Maboy ist mein Lieblingsteil, by the way. Also ich hatte immer die gleiche Trikotnummer. Von Minikicker bis Herrenmannschaft. Habt ihr schon mal so das ausgenutzt, dass ihr Zwillinge seid? Das heißt, der eine hat mal die Klassenarbeit für den anderen geschrieben oder so? Ja, genau, das haben wir gemacht. Ja? Ja. Wie geil ist das denn, Digga? Also, was auch öfter Leute zu uns sagen, dass wir nur einen Führerschein machen müssen. Aber das ist ein bisschen... Nee, wir haben beide zusammen gemacht. Wir haben auch beide am gleichen Tag die Prüfung gemacht. Auch die theoretische Prüfung hatten wir beide null Fehlerpunkte auch. Und wie war das bei der Klassenarbeit? Bei der Klassenarbeit war das so, ich war ein bisschen besser in Mathe. Also, wir waren beide nicht gut. Unsere Klasse war komplett auch scheiße, die haben alle 6 geschrieben und ich war der Einzige, der so ein bisschen was verstanden hat, aber jetzt so auf 4 Niveau. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich das ein bisschen kann. Dann habe ich gesagt, er soll nicht kommen und an dem Tag habe ich die dann geschrieben und dann habe ich auch komischerweise die gleiche Klausur nochmal für ihn nachgeschrieben. Also der Termin für Nachschreiben war ja dann, wenn er wieder da ist und da waren wir halt beide wieder da, aber die konnten jetzt nicht zuordnen, wer jetzt von uns nachschreiben müsste, dann habe ich die einfach wieder nochmal für ihn nachgeschrieben. Und die Lehrer konnten euch nicht unterscheiden? Nee, wir haben auch öfter immer die gleichen Noten aber bekommen. Aber guck mal, Leute, zum Beispiel der hier, ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist oder ob es eine Narbe ist, sieht eher nach einer Narbe aus. Aber der hat doch hier oben so eine Narbe, ne? Hat der jetzt auch eine Narbe? Mm-mm. Niemals. Als ob man die nicht daran unterscheiden kann. Aber die sind doch auch nicht gleich groß. Du kannst es doch dann schon an der Größe erkennen. Ja, gell, die sind auch gar nicht gleich groß. Weil guck mal, der eine hat die Nase hier... Der andere hat die Nase da. Ja, siehst du an den Schultern ja, schon. Ja, safe. Aber ich glaube, wenn man die nebeneinander stehen hat, vielleicht, wenn der eine gar nicht da ist, dann unterscheidet, kann man nicht unterscheiden, weißt du? Also jetzt nicht im negativen Sinne, wenn ich zum Beispiel, er hat zum Beispiel gar nichts gemacht, ich war jetzt so auf 2-3er-Niveau oder so, dann hat er halt auch einfach die bessere Note bekommen. Voll smart, man kann so viel machen. Ne? Habt ihr eine eigene Sprache, die nur ihr versteht? Nee, das ist gar kein Ich habe mal mitbekommen, Zwillinge machen sowas. Ja, was halt auch öfter gefragt wurde, wenn er zum Beispiel irgendwo Schmerzen hat, ob ich die Schmerzen dann auch habe, kann ich nicht nachvollziehen, warum man sowas... Aber das ist auch gut, sowas wissen auch nur Zwillinge, weißt du, solche Fragen. Ja, sowas, so wäre ich niemals drauf gekommen. Was stellen euch die Leute noch so für Fragen? Ja, woran kann man euch unterscheiden, werden wir oft gefragt. Ich sage immer, man muss einmal nur genau gucken und dann kann man das. Also wir haben Familienmitglieder, die können uns immer noch nicht unterscheiden, also nach einer Zeit. An was kann man euch unterscheiden? Indem man genau guckt, er hat hier eine Narbe, die habe ich nicht. Mm, ja. Das zum Beispiel, er hatte da auch einen so etwas größeren Muttermal, der wurde dann entfernt und deswegen hat er jetzt da eine Narbe. Okay, bei euch, an was kann man euch unterscheiden? Könnt ihr dem das Mikro geben? Also zu Hause unterscheiden wir uns, wir tragen andere Kleidung, so andere Farben halt. Wie soll ich sagen, unser Pyjama für zu Hause und draußen unser Style halt. Sonst kann man euch nicht unterscheiden. Ja, man muss sagen, die haben schon voll den unterschiedlichen Style. Der hier ist mehr so auf Jogginghose, Trainingsanzug, alles in sehr dunkel. Und der trägt so ein bisschen... Ja, auch gleich. Ja, aber die Hose und so, das ist komplett ein anderer Look. Der eine trägt eine Jeans, der andere eine Jogginghose. Ja, aber der Look, wie die Hose aussieht... Ich finde, beide haben genau den gleichen Style. Ja. Wie soll ich sagen, unser Pyjama für zu Hause und draußen unser Style halt. Sonst kann man euch nicht unterscheiden. Eigentlich also nicht, aber der hat komplett anderen Style und ich auch. Deswegen merken auch unsere Freunde, wer ist. Aber so Körpermerkmale, Muttermal oder so, Narben? Ja. Was kriegt ihr so für Fragen gestellt von den Leuten meistens?
Außer jetzt die, die ich schon genannt habe? Also falls uns irgendwelche Freunde sehen, also wenn ich zum Beispiel alleine bin oder er, werden wir ständig gefragt, bist du Sufjan oder Siad? Und dann, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin Sufjan, dann geht er einfach weiter, weil er wollte eigentlich Siad ansprechen. Deswegen. Dann noch so andere typische Fragen. Ja, wie ist das Leben, wenn ihr halt seit Zwillinge seid, erkennt euch eure Eltern vielleicht, verwechseln die euch, schlagen den Falschen und sowas, machen sich darüber lustig. Schlagen die den Falschen? Ja, aber wie soll ich das sagen? Ich habe meine Haare jetzt halt nicht gemacht, weil ich habe eh eine Maske an. Vielleicht sieht man das nicht, aber normal, ich habe auch meine Haare nach hinten und eine Strähne draußen. Ja, links, die sind's, Bruder. Bro, links, die sind safe, zu Bruder. Authentisch, Bro. Die sind zu, also auch Merkmale und so, Narben. Ja. Eigentlich merkt man sich sowas bei Zwilling safe. Auch so klassische Zwillingsfragen und so, das war mir. Ja, ich finde allein die Stimme und so, das kann ich kann mir nicht vorstellen, dass das Freunde sind. Ne, niemals. Wir sind uns einig, oder? Ja, easy. Alright, das heißt, wir denken, dass wir gehen aber auch mit links. Wir gehen auch mit die 25-Jährigen, links, ja, ja, ja. Ihr lügt? Dann machen wir jetzt die Auflösung. Das mit der Name war schon eindeutig. Ja. Ey, wenn die das sind, dann voilà. Jungs, tut mir leid, aber ihr hättet euch besser vorbereiten können. Jetzt bin ich mal gespannt, let's go! Ich habe immer noch das Gefühl, dass es diese Jungs sind, gell? Nein, als sie gesagt haben, ja, die haben noch Schauspieler gesucht. Mm, ja, okay. Weil guck mal, wenn die eine Nacht davor noch Leute gesucht haben. Guck mal, deren Körperbau, die sind exakt gleich. Bruv, exakt gleich. Wer jetzt? Die 16-Jährigen? Ja. Ja, aber die links, die 25-Jährigen doch auch. Guck mal, guck mal von den Beinen, den Füßen bis oben, alles gleich. Und ja, außerdem die 16-Jährigen Horner, du kannst es wieder groß machen, die hat noch so gesagt, ja, die haben gestern Nacht noch Schauspieler gesucht, dann sind wir halt so gekommen. Ja. Dann denke ich mir so, denkst du wirklich, die drehen das Format, wenn die Hauptleute, also die Zwillinge, ja, die erkannt werden müssen, die nicht da sind eine Nacht davor. Nein, Schauspieler kannst du immer noch schnell suchen. Ich küsse dein Herz. Deswegen, Leute, ist Tutti schlauer. Komm, es ist links. Ja, es ist links. Ja. Ja, geil. Geil. Ja. Stimme, alles war gleich, Bruder. Das war echt Bruder. Krass. Einfach identisch. Krass, Alter. Eineige Zwillinge, heftig. Aber krass, dass Schuhgröße anders ist, Bruder. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, niemals gedacht. Manchmal ein bisschen lockerer. Aber die sehen sich, obwohl, na doch, eins war gleich, doch. Ne? Sogar der Bart, Bruder. Sogar der Bart, Alter. Aber ich finde, die sehen komplett anders aus. Aber ich finde, die sehen auch nicht gleich aus. Leute, ganz kurz. Der hier hat eine etwas größere Nase und die geht etwas weiter nach unten. Er hat eine kürzere Nase, die ist weiter oben. Versteht? Seht ihr auch hier den Jungen? Wie heißt die Lücke? Die Lücke. Ja. Auch die Lippen, hier das Kinn, bei ihm auch weiter raus mit der Nase. Bei ihm alles eher eingedrückt. Ich finde, die Augen sehen nicht so gleich aus. Ja, die Augen, bei ihm sind die größer, bei ihm gehen die eher nach unten. Er hat geradere Augenbrauen, eher dickere und eher nach oben. Auch die Haare, die Stirn. Der Bart, hä? Also die sehen sehr nicht ähnlich. Ja. Ähnlich, aber nicht gleich. Aber nicht komplett, also man könnte die locker unterscheiden. Ja. Safe. Ich versuche Unterschiede zu erkennen, aber... Es gibt so einen minimalen Unterschied, wenn man doch so am guckt. Bart ein bisschen. Ja, ich muss nochmal gucken. Alter. Ich versuche Unterschiede. Ja, die Augen kommt, nee, die, ja. Aber die sehen auf jeden Fall ähnlich, Junge. Sind ja auch eineiige Zwillinge. Aber ich finde schon, dass man die unterscheiden kann. Vor allem hat er ja noch eine Muttermal. Voll. Ja. Gut, der linke schwitzt jetzt auch und der hat die Haare nicht gemacht. Natürlich. Ein bisschen krass, die sehen einfach gleich aus, ne? Ihr seid safe Freunde, ne? Also ja, wir sind Freunde, aber ja, wir sind keine Brüder, wie man sehen kann. Wir sind 5 Stunden hergefahren, es waren 10 Minuten drin, aber ja, kann man nicht ändern, ne? Aber ich verstehe nicht ganz, was das Kriterium war, warum wir rausgeflogen sind. Weil wir haben sogar einen Kollegen dabei, der hat einen Zwillingsbruder und der hat uns halt 1:1 genau das erzählt, dass so ein Test bei ihm gemacht wurde eben. Naja, am Ende wart ihr es nicht und darum geht es auch runter. Man muss sich entscheiden. Gefühl, Bro. Gute Antwort. Und? Die dachten sich, ja. Junge, wir gehen holen. 500 Euro. Easy win. 5 Stunden Fahrt ist nichts, gell? Und nach 10 Minuten? Ich verstehe nicht ganz genau, was war das Kriterium. Haben die sich nicht verhakt am Anfang? Ich meine, die haben sich verhakt. Es war einfach vom Gesamtkonzept sehr unauthentisch. Ja, auch Statur und so. Ja, genau. Statur war ganz anders.
Also bei uns war gefühlt alles gelogen. Ich bin 14, er ist 13. Ich wollte sogar sagen, ich habe sogar... Das erklärt einiges. Ja, vorhin, als sie meint 60, so, ich glaube sogar, die sind jünger. Ja, weil die wirken so sehr nervös. Ja, sehr, natürlich nervös. Das kann auch um 20 sein oder noch älter. Aber die wirken irgendwie noch sehr... Ja, unreif. Ja, unreif kann man sagen. Aber es ist natürlich normal, sind ja auch noch Kinder. Oh, Alter. Süß. Das Guck, er meint Schauspieler einmal, weißt du noch? Ja, das in den DMs, ihr sucht Schauspieler, hast du, ihr sucht Schauspieler? Ja, das war wirklich gestern Nacht, ich hab nochmal drauf geguckt, ich hab ihn angeschrieben, er meinte, okay, du kannst kommen, ich hab einen Freund mitgebracht. Das Ding ist, die hat das gerade so authentisch gemacht, weil eigentlich nehmen wir fast nie welche, die unter 18 sind, weißt du? Deswegen aber doch hier wieder smart eingefädelt, weil ich dachte jetzt so, dass es ist. Aber warum seid ihr euch so ähnlich? Also, seid ihr verwandt oder wir was? Wir sind beide aus Irak, es kann sein, deswegen. Kennt ihr euch? Also, seid ihr Freunde? Ja. Wir sind Freunde. Nur Freunde. Mhm. Yeah. Nicht mal Cousins oder so. Heftig, Alter. Nicht mal gleich alt so. Ja, ja. Aber dafür haben trotzdem. Gut gemacht, Alter. Heftig. Voll gut, mit voll gut. War er krank. Ja, das war wegen Nervosität. Ihr seid safe und best friends, ne? Ja, tatsächlich. Hallo. Ja, ich dachte mir schon, dass es ein kleiner Welpenschutz hier neben uns war, weil wir haben es erstmal auch nicht verstanden. Nur wegen der ersten Frage, aber. Auf jeden Fall, wir kennen uns seit 6 Jahren, wir sind beste Freunde. Also alles war. Echt? Alles war echt, nur der Fakt, dass wir Zwillinge sind halt. Und nicht. Wir kennen auch alles voneinander so gut, weil wir... Sie wohnt gefühlt auch wirklich bei mir, also ja. Und ihr seid die Echten. Ja, wir sind die Echten. Also wir haben die Wahrheit gesagt. Das war auch einfach zu... Allein die Stimme, Bruder. Die Stimme war so krank. Da ist schon Feierabend einfach. Ja. Das ist echt. Das hören wir öfter mit den Stimmen, dass die 1:1 sind. Ist das denn immer so oder ist das eher selten, dass bei eineigen Zwillingen auch die Stimme gleich ist? Also ich kenne jetzt nicht so viele Zwillinge, aber die sind auch meistens unterschiedlich. Also bei uns ist sie schon echt sehr ähnlich. Das hört sich einfach gleich an. Komplett gleich. Zweimal gleich. Nee. Wir haben die gleiche Stimme? Nee. Gibt es einen Unterschied, ne? Sagen auch viele, wir haben gleiche Stimme. Finde ich gar nicht. Okay. Nein, der in der Mitte hat ein bisschen tiefer und der andere hat ein bisschen höher. Ja, safe. Stimme? Nee. Gibt es einen Unterschied, ne? Sagen auch viele, wir haben gleiche Stimme. Finde ich gar nicht. Schon Unterschied. Man hört sofort den Unterschied. Ja. Das ist halt dieses halbschwarzen Ding immer so, weißt du? Aber Stimme ist schon anders für dich. Jungs, rausgefunden, ich bin Bruder. Stolz, Alter. Ich auch, Bruder. Heftig. Wenigstens eine Folge. Im Finale jetzt geschafft, Bruder. Digga. Alright. Aber habt ihr trotzdem echt gut gemacht. Wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Okay, Leute. Also ja, ich... Sehr gut, Leute. Das war's mit der Folge. Wir haben mal wieder auseinandergenommen. Ich bin sehr stolz auf uns. Chat, ich danke. Ich höre, wir haben es richtig gut gemacht. Ihr wart stark. Chat, ansonsten gut. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr es auch geschafft habt, die richtige Person zu erraten. Ansonsten liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns morgen ganz entspannt um 20 Uhr. Tschüss.